Und so geht's weiter mit Let's Play Pokémon Trading Card Game. Und ich spiele weiterhin auf Zeit. Du hast eine Maus gezogen. Aber das ist mir eigentlich relativ, weil ich habe schon eins. Und es kann mir eigentlich in diesem Kampf nicht helfen. Deshalb machen wir erstmal weiter und gucken, was passiert. Ich weiß, das ist gerade unglaublich spannend, aber ich möchte nicht unbedingt verlieren. Vor allem kann ich sowieso nicht angreifen, wenn er Kopf wirft. Jetzt aber bitte mal Shillock. Shillock. Das ist kein Shillock, das ist eine Kampfenergie, aber die ist auch ganz cool. Okay, machen wir so. Wenn ich jetzt eine Kampfenergie ziehe, mache ich weiter. Nein, er hat Georok. Er hat nicht wirklich Georok jetzt. I don't like this situation. Ich mag die Situation nicht. Dami, habe ich Stern-Du noch? Nein, ich habe gar keinen Stern-Du. Okay, mein Blick auf die Bank werfen. Europ, Mauzi, Shigi, Nocturne. Okay. Wenn ich jetzt wirklich nichts Brauchbares ziehe, und er Zahl wirft, ja, er wirft Zahl, dann greife ich ihn an und besiege Rihorn. Also komm, gib mir irgendwas Gutes. Wasserenergie. Die Wasserenergie wäre wirklich nützlich, wenn ich Turtok hätte, aber... Ja, ich habe ja Turtok, aber ich kann halt Shigi nicht zu Turtok entwickeln ohne Shillock. Machen wir es Kaskade und hoffen, dass unter den Preisen eine Kampfenergie bei ist. Oder ein Shillock. Oder irgendeine Karte, die sagt, du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Falsche Energie, aber danke. Und was kommt jetzt? Steinwurf. Egal, was gekommen wäre, es hätte mich besiegt. Ja, nimm ruhig deinen Preis. Du hast ihn dir jetzt ausnahmsweise mal verdient. Okay, was nehme ich? Nehme ich jetzt Nocturne oder Shigi? Nocturne oder Shigi? Ich nehme jetzt mal das andere Shigi und versuche noch ein bisschen auf Zeit zu spielen. Einmal noch. Ich setze mal Radfratz rein und entwickle es zu Radikal. Vielleicht kann mir Radikal irgendwie helfen. Also Shigi, jetzt bitte Kopf. Wir brauchen jetzt echt einen Kopf. Das ist auch dein Glück, sonst wäre nämlich dein Kopf gerollt. Und jetzt sag mir nicht, du hast einen Hyperheiler oder sowas. Kampfenergie vielleicht? Immer nur Wasserenergie, Wasserenergie, Wasserenergie. Okay, was kann Radikal eigentlich? Bist super zahm, was macht super zahm? Fügt dem verteidigen Pokémon Schadenspunkt in Höhe der Hälfte seiner verbleibenden HP zu. Das klingt schon mal ganz nett. Dann machen wir das doch. Wasserenergie habe ich ja eh noch genug. Jetzt bräuchte ich aber auch einen Kopf nochmal. Einmal noch, Shigi. Bitte. Einmal noch Kopf. Ja! Jetzt könnte ich Nocturne rufen und Georok besiegen. Aber dann ist aber noch Diktri. Und ich habe nur noch 20 Karten im Deck. Aufwisch. Tja, vielleicht mal, wenn Nocturne in Schwierigkeiten steckt. Aber so erstmal nicht. Ne, wir ziehen Shigi so zurück. Und geben noch Energie an Radikal. Und machen unseren berühmten Boxschlag. Und dafür darf ich einen Preis haben. Und es ist Kampfenergie. Jetzt hab ich Kampfenergie. Hätte ich mal meine Preise besser nach und nach gezogen. Schlitzer.
macht der Schlitzer. Schlitzi, Schlitzi, Schlitz. Ach, was ist jetzt auf einmal los? Jetzt sind auf einmal alle nett zu mir. Ich will irgendeines der Pokémon weghaben. Hier, Jurob. Komm mal her. Wenn ich Macholo einsetzen kann. Er kriegt Noxion auf die Kampfenergie, damit ich Dixie nochmal wenigstens 40 Schadenspunkte verpassen kann. Warum denkst du da so lange nach? Was hast du für eine andere Wahl als Schlitzer? Okay, noch führe ich. Ich nehme Macholo. Dem gebe ich dann die Kampfenergie, dann kann er Kick ansetzen. Das sind immer 20 Schadenspunkte. Und Jurob kann auch wieder rein. So, Kick. Ich weiß zumindest, du kannst mich mit Schlitzer nicht besiegen. Computersuche. Er sucht sich was. Was sucht er sich denn? Irgendwas Gemeines, irgendwas Böses. Irgendwas, was mir vielleicht in letzter Sekunde doch noch den Sieg rauben kann. Ach, wen haben wir denn da? Traust du dich auch mal hierher? Jetzt pass mal auf, ey. Jetzt werde ich dich gleich so richtig rocken. Ich freue mich schon darauf, auf das, was ich gleich mit dir anstelle. Kannst dich mal drauf gefasst machen. Ja, 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 der große Mann kommt. Wir entwickeln Shilock. Turtok. Und Turtok hat die Fähigkeit Regentanz. Wenn ich am Zug bin, kann ich so viele Wasserenergie spielen, wie ich will. Denn normalerweise kann man nur pro Zug eine Energiekarte spielen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, so viele Wasserenergie zu spielen, wie wir wollen. Heißt, ich wechsle zu Turtok. Der hat die Fähigkeit Hydropumpe. Fügt 40 Schadenspunkte plus 10 weitere Schadenspunkte für jede auf Turtok angelegte Wasserenergie zu. Das heißt, Turtok kriegt jetzt erstmal einen ganzen Batzen Wasserenergie. Und gibt Kleinstein den Todesstoß. Fazit. Wir haben gewonnen. Lange hat es gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut, sagt man doch. Professor Eis Bruder Olaf, ich nenne ihn jetzt so, wurde besiegt. Wunderbar. Deine Hartnäckigkeit, die sogar einen Stein zertrümmern kann. Hast du den Sieg über mich zu verdanken? Genau, ja. Diese Steinmedaille gehört zu Recht dir. Yeah, wir haben ein Zelda-Rubin. Oder eine Steinmedaille, wie man es nennen möchte. Dazu diese Boosterpackung. Danke. Die habe ich mir jetzt auch redlich verdient. Und es ist ein Zapdos drin. Wow, nur schade, dass dieses Zapdos nicht so gut ist. Ja. Und Mr. Fuji. Ja, kennt noch einer Mr. Fuji? Aus dem Pokémon-Turm? Stille. Ja, irgendeiner kennt ihn bestimmt noch. Vulpix, oh, Vulpix. Wie süß. Findet ihr nicht auch irgendwie das... So, der Schwanz von Vulpix, also ein Schwanz von Vulpix, aussieht wie der von Shigi. Ich fand immer, dass da eine ziemlich große Ähnlichkeit ist. Rihorn, Myrapla. Und noch eine Boosterpackung. Und drin ist ein Simsala. Und das ist mal wirklich eine verdammt gute Karte. Wir können damit unsere Schadensmagen beliebig vertauschen. Am Blitzer haben wir noch ein Duflor. Aquana, hatten wir davon schon ein geheimes Fossil. Jo. Ein geheimes Fossil kann sich zu einem Fossil-Pokémon entwickeln. Ein Level 7 Mankey, Mauzi, Rihorn, Pflanzenenergie und Kabuto. Ich warte auf den Tag, an dem wir wieder spielen. Der wird kommen. Aber bevor ich rausgehe, machen wir erstmal einen Schnitt. Ein bisschen früh diesmal. Aber es muss sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.